Heute geben wir den Affen Zucker in Donkey Kong Country 2. Guten Tag, herzlich willkommen. Eine wunderbare Folge Speedrandale ist wieder angesagt. Noch im Moment leider nur mit mir. Ich hoffe, ihr könnt damit Vorlieb nehmen. Denkt gerne an das Glockenläuten, abonnieren und so weiter. Meine wertgeschätzten Kollegen Sia und Simon fallen immer noch aus, aber sind hoffentlich dann demnächst wieder dabei. Wer mich aber wieder unterstützen darf, ist natürlich der werte Zockerstu. Schönen guten Tag. Hallihallo. Wie ist das Befinden? Ja, nimm mal ein bisschen Eierpunsch aus dem Yoshi-Mug. Richtig. Da nochmal raus. Hört sich das. Das ist das Einzige, was man aus dieser Tasse trinken darf, Eierpunsch. Ne? Ist so, genau. So wie sich das gehört. Ja, das ist super. Wir haben das letzte Mal von dir Donkey Kong Country gesehen. Da ist ja logisch, dass man mit dem Sequel weitermachte. Diddy's Kong Quest, glaube ich, heißt der Untertitel. Richtig, genau. Das ist jetzt ohne Donkey Kong, denn der wurde entführt. Nein! Das heißt. Aber dafür ist seine werte Freundin mit dabei. Ich weiß nicht, ist das die Freundin, ist das Cousine? Ich weiß es nicht, aber jedenfalls sind die ganz okay, nett zusammen. Ich will Donkey natürlich oder Diddy Kong natürlich nichts ankreiden oder so, so wie die Verwandtschaftsverhältnisse bei den Affen da sind. Checkt gerne bei Rare selber, was das genau bedeutet. Möchtest du uns was zu dem Run erzählen? Musstest du dann viel neu quasi an Skills lernen, weil sich der zweite anders spielt, oder konntest du viel vom Run vom ersten quasi mit übernehmen an Fähigkeiten? Ja, der Zweier spielt sich ein bisschen anders. Er ist noch ein bisschen, ich sag mal, schneller, weil man zwei verschiedene Kongs hat, die beide schnell sind. Nicht so wie im Einser, wo man nur einen schnellen hat. Aber ansonsten gibt's halt noch den Team Throw, den gab's im Einser nicht. Der macht viele Tricks noch. Und es gibt sehr viele Wrong-Wops in dem Spiel, die sehr knackig sein können. Wenn man einen kleinen Fehler macht, läuft das halt direkt wieder schief. Und das kann sehr viel Zeit kosten. Ansonsten, den hatte ich damals vorher gelernt sogar. Das heißt, es war für mich nicht so verwirrend. Und da sie sich sehr ähnlich spielen, die Games, ist das alles gar nicht so schlimm. Genau, das ist diesmal hier anders als beim ersten Teil nicht ein All-Levels-Run. Ich schätze mal, Any% ist hier nicht so mega kurz, wie es beim ersten gewesen wäre, ne? Genau, Any%. Es gibt Wrong Warps, aber keine Credit Warps oder sowas. Also von daher. Dann passt es ja. Müsstest du noch was sonst erklären? Ansonsten können wir gerne wieder weiter einsteigen und den Affen ihre Bühne bieten. Ja, ich denke, das kriegen wir alles nebenbei hin, gerade weil die ersten zwei Welten relativ gemächlich laufen. Deswegen, würde ich sagen, können wir direkt losstarten. Dann mach gerne den Countdown. Genau, in 3, 2, 1, let's go. So, wir spielen natürlich alleine. Wir sind One-Player. Was soll man machen? So, auch hier sieht man natürlich primär gilt das Gleiche wie beim letzten Mal bei Donkey Kong Country 1 oder bei allen Donkey Kong Games. Wahrscheinlich auch bei den neuartigen, dass man permanent immer nur rollen möchte, so viel wie es irgendwie geht. Und auch möglichst bei Gegnern immer Geschwindigkeit durch Rollen durch Gegner aufbauen möchte. Und das hier das Besondere ist, ab dem Zweier haben sich die Entwickler gedacht, wir machen fix in jedes Level der ersten zwei Welten einen so ein Warp Barrel rein. Das heißt, in den restlichen Leveln später im Spiel wird es keine mehr geben, aber dafür in jedem einzelnen der ersten 10 Level sozusagen. Also Warp macht sie leider relativ trivial und langweilig, aber... Warp zum jeweiligen Ende des Levels und nicht Warp in einen anderen Level, ja? Achso, ja, genau. Ist ja auch manche solche Spiele, da springst du in Level 1 irgendwo rein und kommst Level 8 raus. So, Besonderheit gibt's erst ab dem zweiten Teil, man kann seinen Partner werfen. Und das wird man relativ oft auch für kleine Skips benutzen, die so eigentlich nicht gedacht sind. Aber primär ist er eigentlich eher dafür, wenn man 100% spielen würde, an irgendwelche Bonus-Stages oder sowas ranzukommen. Das meiste Movement machst du trotzdem erstmal noch mit Diddy? Genau.
Didi ist auch tatsächlich noch schneller als Dixie Kong, wenn es nur ums Movement geht. Wenn man allerdings irgendwelche Gaps überwinden muss, die ja zu weit sind für eine Rolle, dann ist auch auf Dixie Kong. Oder hier zum Beispiel bei dem Boss wird man Dixie Kong benutzen, aus dem Grund, dass sie zum Beispiel das Ei nach oben hält. Didi hält die Sachen, die er aufhebt, natürlich vor sich. Und so kann man natürlich auch den Gegner schneller treffen. Und man kann ja safe über diesen Eiern hovern. Das ist eine der einzigen RNG-Quellen in diesem Spiel, ob die Eier, die runterkommen, echt oder fake sind. Das war zum Beispiel jetzt ein Fake, man kann es nicht aufsammeln. So. Ein Fake, das ist sehr, sehr gut. Wäre das tatsächlich, wenn du zu viel Fakes, Fakes hier bekommst, ein Reset-Grund? Ja, für mich jetzt nicht auf meinem Level, also außer wenn es vielleicht, sagen wir mal, übertrieben 8 bis 10 sind oder so, dann wird man einfach aus Tilt resetten. Aber für den WR ist natürlich selbst bei einem schon Schluss meistens. Das ist natürlich sehr frustrierend dann. Immerhin wäre es aber sowieso sehr, sehr früh. Genau. So, aber Gameplay-wise ist es halt nicht so spannend, sage ich mal. Das heißt, man ärgert sich schon allein deswegen beim Resetten, weil man weiß, man muss diese ersten zwei Welten nochmal machen. So, hier ein kleiner, bringen wir es hin. Ja, sehr gut. Wenn man an diesen Haken springt und mit dem Partner den Gegner wirft, kann man springen und in dem Moment, wo der Partner zurückconnectet, hat man in der Luft noch einen zweiten Sprung. Das wird man auch ab und zu im Run versuchen zu benutzen. Und so kamen wir eben schon früher an das Barrel ran. Genau. Also, die sind recht straightforward. Es gibt natürlich auch, das hätte ich auch mal kurzzeitig damals gerannt, die Kategorie Warblers. Das heißt, keine Wrong Warps, aber auch vor allen Dingen für die ersten zwei Welten keine Warps. Das macht gerade so Levels wie das, was jetzt hier kommt, für die, die sich noch casual dran erinnern. Diese Ballonfahrt, die sehr, sehr langwierig ist, sehr interessant, weil man dann mit Rambi versuchen kann, über die ganze Section rüber zu rennen. Aber das interessiert uns natürlich jetzt hier herzlich wenig. So, ein Warp noch und dann können wir endlich ins Gameplay starten, quasi. Sind denn die Endanimationen von den beiden gleich lang? Also Dixie mit der Gitarre und Didi, der weiter durchgeht, oder? Auch kürzer. Dixie ist ein gutes Stück kürzer. Deswegen, man versucht ja auch bei den Zielen, also bei Bossen auf jeden Fall immer Dixie zu sein, weil es halt kürzer ist, die Fanfare. Und in den normalen Leveln die zu skippen, indem man halt nicht von weit oben auf das Ziel springt. Mhm. Und dann ist es egal, welchen der Kongs man hat. Aber wenn es so Level gibt wie das eben beim Warp, dann will man immer mit Dixie spielen, weil es, glaube ich, sogar über eine Sekunde schneller ist als die von Didi. So. Auch interessant, der Boss. Man denkt am Anfang, es ist hier so eine Hand aus Lava, die ihn da hält, aber in Wirklichkeit ist es nur das Schwertchen hier. In die Irre geführt. Aber auch hier, man kann hier schon viel mehr Zeit, sag ich mal, verlieren durch, auch am Anfang bei den Haken, wenn man da über die Lava gleitet. Wenn man es halt schneller oder langsamer macht, nicht so wie im ersten Teil, wo halt jeder Boss halt wirklich Autoscroller-mäßig skriptet ist. Es wird auch noch mehr Bosse in diesem Spiel geben, die, wo man eher schneller oder langsamer sein kann, je nachdem, was man tut. Die spackt ein bisschen rum. So. Genau, und jetzt kommt eben das allererste Level endlich nach 6 Minuten, was man richtig spielt. Jetzt sieht es auch wieder mehr nach dem ersten Teil aus, also so wie du den Level machst. Genau. Das ist auch vor allen Dingen, ich kann immer nicht sagen, wenn ich Didi spiele, ob es wirklich genau, also engine-technisch exakt genau so ist wie im Einser. Das, manchmal habe ich das Gefühl, es fühlt sich ein bisschen anders an, aber ich kann nicht genau sagen, was es ist. Also, ob es wirklich genau gleich ist oder nicht, das ist schwer zu sagen. So,
Hier bereiten wir einen kleinen Skip vor, wenn wir es hinkriegen, dass wir sie hier in das Fass werfen. Sorgt dafür, dass wenn wir getroffen werden, einen höheren Boost haben. So, und wenn ich jetzt im richtigen Moment Flattern gestartet habe, dann kommen wir hier rüber. Sehr gut. Mm. So. Aber genau. Das zweite Level, was wir richtig spielen dürfen, ist natürlich trotzdem erstmal wieder direkt ein Wasserlevel. Wo wir auch nicht den, die Lichtquelle skippen können. Ist immer recht nervig. Aber wir haben keine Epileptika, die dann, weil immer, wenn man sich dreht, natürlich, was man ab und zu schneller machen muss, immer dieses Flashen kommt. Mhm. Wenn man sein Movement ein bisschen korrigiert und das kann schon auf die Augen anstrengend wirken. Der Effekt ergibt natürlich Sinn, also weil das Flashlight dreht sich zu uns als Spieler hin. Aber in der schnellen Abfolge natürlich kann es, wie du sagst, ein bisschen anstrengend sein. Aber ich werde nochmal einen Hinweis verbauen am Anfang der Folge für die Leute, die dafür empfindlich sind. Das ist ein kleiner sinnloser Funfact. Man kann das Spiel sogar so pausieren, dass der Bildschirm einfach nur weiß ist, wenn man es im richtigen Moment macht. Wurde natürlich, habe ich natürlich, oh, hoppala. Naja, egal. Wir wollen eh die Design im nächsten Level, von daher. Solange wir nicht nochmal getroffen werden, ist das halb so schlimm. Zack. Jetzt kommt ein interessantes Level, weil das die erste Stelle ist, wo wir bei der Hälfte des Levels einen Wrong Warp versuchen werden zu machen, um den Rest des Levels einfach so zu skippen. Das Interessante bei den Wrong Warps in diesem Spiel wird sowieso sein, ich kann, oder beziehungsweise 90% der Spieler würden höchstens erklären können, wie es geht, aber nicht, warum es funktioniert. Das ist immer sowas, was da alles im Hintergrund abgeht beim Spiel. So, und wir haben es geschafft. Mhm. Sehr gut. Man versucht natürlich auf einen bestimmten Punkt zu gehen, dass dieser Gegner zum Angriff gebaitet wird und eine gewisse Länge der Zeit zu warten. Dass man dann den zweiten Kong opfert und in dem Moment sich aus dem Fass schießen lässt, während der Kong quasi aus dem Bild gehen will und während dieser Gegner seinen Säbel aus dem Boden zieht. Und warum auch immer sorgt das dann dafür, dass man ans Ende des Levels oder das Level als geschafft markiert wird. Das ist wahrscheinlich irgendwas mit Limitation oder so. Oh, das ist nicht gut. Aber kurz. So. Aber was ich mich natürlich noch frage, was ist denn dein liebster Donkey Kong-Teil? Also, naja, die Antwort ist keins der Jump'n'Run, muss ich tatsächlich zugeben, wobei ich die sehr mag, aber die auch entsprechend dann also anspruchsvoll sind, wenn man erstmal rein muss. Mein Lieblings-Donkey Kong-Spiel ist das vom Game Boy, Donkey Kong 94. Ah. Das ist ja dieser Puzzle-Plattformer, der anfängt wie das Originale, und das ist einer meiner All-Time-Classics, würde ich vielleicht sogar sagen, das beste Game Boy-Spiel überhaupt, gesehen von Tetris. Von denen hier, mal drüber nachdenken. Vom Super Nintendo mache ich den ersten persönlich am liebsten, weil ich den aber auch am meisten gespielt habe einfach. Ne? Da habe ich am meisten mit Zeit damit verbracht. Tropical Freeze finde ich schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ne? Da haben sie auch schön viel Arbeit dann reingepackt. Also habe ich damals auf der Wii U auch sehr exzessiv gespielt. Ich hoffe, es lief alles glatt. Wir haben versucht, hier möglichst das Level immer gleich zu spielen, damit wir die Gegner-IDs, die geladen werden im Spiel, immer gleich sind. Mhm. Haben ein unsichtbares Objekt und es hat geklappt. Sehr gut. Ah, deshalb waren die Haare so oben, ne? Weil sie gerade ein Objekt hält. Genau. Man kann, wenn man etwas trägt und dann zum Beispiel bei den Beatles klappt das halt sehr einfach. Also nicht bei den Musikern, sondern bei den Käfern, die wir da eben hatten. Indem wir quasi versuchen, das Objekt zu werfen, während der nächste in uns reinläuft, und dadurch clasht das dann so eigenartig und man hat ein unsichtbares Objekt. Und was dieses Objekt bewirkt, was man dann unsichtbar trägt, das orientiert sich daran, was irgendwie im Hintergrund des Levels alles geladen wurde und was nicht und in welcher Reihenfolge. Und deswegen versucht man in diesen Wrong Warps immer
möglichst das Level exakt gleich zu spielen nach einer gewissen Vorlage, damit man die richtigen IDs in diesem unsichtbaren Objekt drin hat. Man sollte denken, wichtig ist Hauptsache das Spiel zu spielen. Nein, man darf noch Mathe hinterher machen. So kriegen wir, nein, da wäre ein kleiner Skip gewesen, wo man durch die Vine klippt mit einem Team Throw, aber das hat leider nicht geklappt. Das heißt, wir müssen hier einmal Damage boosten. So. Zack. So. Lopp. Ich würde sagen, die Musik in dem Level eben ist auch infamous dafür. Ich würde sagen, die meisten Leute würden, glaube ich, sagen, dass das ihr Lieblingstrack ist. Das ist die, Teil. Die Sticker Brush Symphony, ne? Genau. Selbst wenn man das Spiel nicht gespielt hat, es war irgendwann mal fast schon ein Meme im Internet. Ja. Das auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, ich finde die auch ganz gut, aber Aquatic Ambience aus dem ersten mag ich mehr. Ja, also man muss schon sagen, hier, wie heißt der noch? Der David Wise. David Wise, genau. Genau. Also es war schon, ich glaube aber auch, der hat nämlich im Dreier, soweit ich weiß gar nicht, ob der da auch die Musik gemacht hat. Ich meine, irgendwas war da, das erst nicht war, aber naja. Kannst du mal checken. Jetzt nicht genau. Jedenfalls, also das, was der gemacht hat, das ist auf jeden Fall schon alles sehr, sehr gut. Das ist auch der einzige wirkliche Autoscroller-Boss in dem Teil, abgesehen vom Endboss, wo man nicht irgendwie beschleunigen kann groß durch irgendwelche Tricks oder sowas. Gerade die Bosse bei den Country-Spielen merkt man bei den späteren. Also Returns und Tropical Freeze noch umso mehr, die sind eben sehr langwierig. Lange Phasen, lange Animationen dazwischen, also 5 bis 10 Minuten gefühlt, wo man auch eben dann durch muss. Aber da muss man auch die Geduld für haben, meist, wenn man nicht irgendwie so einen anderen Ansatz findet. So, das sind die Onyx Stages, mag ich persönlich nicht so. Irgendwie diese Mechanik von den Wandsprüngen ist sehr nervig teilweise, aber auch hier gibt es einen coolen Trick gleich nach der Hälfte, wenn wir es hinkriegen. Bei dem man allerdings auch, muss man natürlich immer aufpassen, weil man kann bei dem, wenn man es falsch macht, auch sogar softlocken, meine ich. Aber das ist mir zumindest noch nie passiert. Jetzt hoffen wir mal, dass das kein Jinx war jetzt. Nein, aber das sollte nicht. So, wir werden jetzt nämlich hier wieder eine gewisse Abfolge an Dingen machen. Hier einmal ran, dann abspringen von dem von der Spinne. Dann kriegen wir einen Fast Screen Scroll. Das hilft eben auch ein bisschen Zeit. Sieht relativ spektakulär aus, ist aber tatsächlich eher einer der viel leichteren Skips. Und da geschaut, mir gefällt es immer, dass die Spinne da Turnschuhe anhat. Ganz hilfreich. Ich habe hier geschaut, Evelyn Fischer hat den Soundtrack vom dritten gemacht. Nicht mehr. Also tatsächlich David Wise. Ja, ich finde, man merkt es auch, dass der musikalisch schwächer ist, aber kann nicht jeder ein David Wise sein, leider. Würde ich wahrscheinlich sagen, das ist auch die Gewöhnung dran, ne? Wenn du schon 2 Spiele hattest, wo sich so ein Stil gefestigt hat, dann hört sich wahrscheinlich jeder, der ein bisschen was anderes macht, dann ungewohnt an. So, jetzt kommen wir in den Bereich des Spiels, wo es öfter mal einen Autoscroller gibt, leider. Das ist halt das Gute, wenn man den 1er-Run zum Beispiel, der ist halt relativ autoscroller-frei, der 2er hat immer mal wieder welche und der 3er hat sogar irgendwie 2 direkt in Folge und das ist natürlich, manche Leute lieben Autoscroller, weil sie halt entspannt sind. Andere finden es halt dann eher lästig, gerade wenn man grindet, dass man das dann jedes Mal wieder spielen muss.
gerade solche Loren-Level als Auto-Scroller, die haben ja zumindest noch ein gewisses kleineres Skill-Niveau, was du machen kannst, ne? Und die sind zumindest nicht so langsam wie jetzt, was weiß ich, so ein Yoshi's Island Autoscroller oder so. Oh ja, die sind... Die sind auch nicht unknifflig, aber die sind eben langsam. So. Jetzt kommen wir nämlich gleich zu einem der schwersten Roomwarps im Spiel. Der natürlich aber auch wieder eine Minute Zeit spart, wenn man den im ersten Versuch kriegt, weil es halt auch wieder ein relativ langes Level ist hier. Mama, ja gut, das war schon mal nicht gut, aber es ist nicht so schlimm, wir kriegen Diddy jetzt hier nochmal wieder. So, komm mal. Ist schnell genug, damit wir die richtigen IDs haben, schnell hochclimben mit Jumps, Damage boosten und jetzt hier versuchen. Okay, es sieht sehr gut aus. Okay, sehr gut. Oh. Einmal das Bonusfass rübergezogen. Praktisch. Und Gott sei Dank kein Bonuslevel, sondern ein Ende vom Level. Und der nächste Autoscroller. Der allerdings wirklich nicht so schlimm ist, weil der wirklich sehr schnell geht. Und zumal es auch schon öfter mal vorgekommen ist, dass man hier gestorben ist. Es gibt nämlich den Zweier-Typen, der kommt jetzt gleich. Der ist nämlich kurz vor einem Abgrund positioniert und das ist ziemlich... Okay, war oh, nicht so schlimm. Oh. Ja, und wenn man den einen Seiben schlägt, dann gibt es die DK-Coin. Für uns jetzt nicht so interessant, aber sollte man im Speedrun natürlich immer kriegen, sonst weiß man, dass irgendwas schiefgelaufen. Kommt ein Level, mag ich persönlich nicht so sehr. Ich mag allgemein nicht dieses Sumpfambiente, die Level mag ich alle nicht so sehr. Aber hier vor allen Dingen, weil es viele kleine Plattformen gibt und da ist immer so viel Kistenquatsch drauf. Und das Problem an Kisten ist, wenn man natürlich die ganze Zeit rennt in dem Spiel, dass der Rennknopf natürlich auch dafür da ist, um Kisten aufzusammeln. Das heißt, man muss jedes Mal, wenn man eine Rolle macht, vorher oder beim Absprung loslassen und in der Luft dann neu drücken und das unnötig kompliziert quasi. Die Sonics. Oh, na, das war... Ah, der war zu spät. Ah, da ist er, der Tod. Da ist er. Nicht Unvermeidliches eingetreten. Ah, ich glaube, es war nicht so weit von der Liste. Naja, das ist halt aber in den meisten Jump'n'Runs ja so. Wenn man stirbt, ist es halt immer das Problem, dass es halt meistens immer ein sehr großer Timeless ist. Mhm. Ja, doch, es war doch schon ein bisschen mehr. Warten wir. Haben wir auch das mal den Death Jingle gehört. Mhm. Auch von David Wise. Toll. So. Hier wird noch ergänzt, der hat übrigens bei Teil 3 doch ein paar Tracks beigesteuert. Ah. Aber nicht die meisten. Bevor die Comments dann uns korrigieren, natürlich. Ach so, natürlich. Lieber weitergegeben. Auch interessant, ich dachte als Kind immer hier im Hintergrund in dem Honig-Level, dass diese Waben, die da teilweise zu sehen sind. Nehmen wir jetzt hier nochmal eine. Mhm.
Nee, gerade nicht. Werden wir, glaube ich, gleich noch welche sehen, wenn man darauf achten möchte, dass ich dachte, die sehen aus, das sollen Croissants darstellen. Aha. Jetzt müssen wir natürlich extra darauf achten. Ich meine, heute bin ich natürlich schlauer, aber ich muss sagen, ich finde trotzdem noch sehr gerechtfertigt, dass ich das gedacht habe als Kind. Aber genau jetzt kommen natürlich keine. Na doch, jetzt sieht man sie, aber es ist zu schnell. Ja, aber die... Ach, die Larven meinst du, ne? Ja, ja, genau, die da so pulsieren. Mhm. Aber so, also gegen so ein Croissant mit Honig hätte ich auch nichts. Wenn da nichts mehr drin lebt, dann ja, kann man genau. Das machen, ja. So, da ist es. Schön am Ende. Da ist es. Praktisch. Hat jeder nochmal gesehen. Das ist auch ein Boss, den kann man schneller oder langsamer machen. Man versucht natürlich immer so schnell wie es irgendwie geht, den zu treffen. Damit quasi auch immer alles gleich läuft bei dem Boss. Lieben wir Speedrunner immer, wenn alles sehr geskriptet ist und man sich nicht groß Kopf drüber machen muss. Oh, ah, das ist nicht so schlimm. Gut, auch hier wieder natürlich Dixie, sonst ist lange Fan fern, das machen wir nicht. Das ist schon ein Shoot-'em-up-Boss hier. Jetzt kommt, glaube ich, meine Lieblingswelt, würde ich sagen. Heißt natürlich nicht, dass sie nicht schon viele Runs gekillt hat, aber ich mag die Musik und die Atmosphäre sehr, sehr gern. Das ist ein Level, was ich auch sehr gerne mag, weil es keine großen Wrong-Warps-Glitches oder sowas hat, sondern eigentlich Basic-Platforming ist. Das ist auch immer ganz schön. Auch wenn es nicht ganz so smooth war, aber dafür haben wir jetzt nochmal einen Autoscroller. Aber ich merke mich ja auch wieder wie bei den anderen Donkey Kong Speedruns, die wir da nochmal hatten. Das ist so ein Flow, der ist fast schon hypnotisch für mich. Der saugt mich so rein beim Zuschauen. Du kannst dich ja noch konzentrieren, weil du dich ja konzentrieren musst beim Spielen. Ja, ja. Ich sitze hier und sehe nur noch fast noch den Brei vor den Augen. Ja. Nee, das verstehe ich auch, weil das erste Mal, als ich mal so einen Donkey Kong Run gesehen habe, das war natürlich dann auch nicht so optimiert. 2011, 12 meine ich, von GDQ oder so, da war ich auch einfach, keine Ahnung, ich konnte gefühlt nachts nicht mehr schlafen, nachdem ich das gesehen habe, weil ich so aufgebracht war, wie kann man das so schnell spielen, wie ist das? Weil es halt auch sehr viel Eindruck machen kann. Und gerade damals war das natürlich noch sehr neu, so 2011, 12, da kannte ich jetzt auch Speedruns noch nicht wirklich und ich hatte mich auch schon vor GDQ damit beschäftigt, das war so die Zeit von Speed-Demos Archives oder so, wo dann manche Leute Mini-MOV-Dateien in schlechter Auflösung hochgeladen haben, natürlich ohne Kommentar, sodass du nicht wirklich nachvollziehen kannst, was da passiert. Es war vor allen Dingen, ich meine, das war ja auch so, glaube ich, dass damals, was mit dem Internet ja noch alles nicht so leicht war, haben sie tatsächlich ja auch ihre Runs auf VHS aufgenommen und da an irgendeine Adresse geschickt sogar, dass die auf diesem Leaderboard landen. Da bin ich dann doch sehr froh, dass wir das heutzutage leichter haben. Ja, es waren die VHS-Zeiten. Ich habe gerade noch mal verschluckt. Ich hätte den Schokoriegel vorhin nicht essen sollen.
Ich hoffe, es war schon Hustenanfall hier, sorry. Ein guter Schokoriegel hoffentlich. Jedenfalls sehr kleinteilig. Sehr interessantes Level-Design, finde ich. Oh, ist nicht gut. Ich muss tatsächlich sagen, wenn ich Dixie spiele, fühle ich mich immer nicht ganz so wohl, wenn ich von den Strats abkomme, die man normalerweise macht. Wobei ich eigentlich denke, die meisten Leute fanden Dixie immer besser, ich auch damals, weil man halt einfach fliegen kann. Das geht natürlich über alles eigentlich. Weil es halt viel sicherer ist, aber wenn man dann einmal das Spiel gerannt. Oh, das ist schlecht. Ach, dann behalten wir jetzt Dixie für den letzten Part. Macht es ein bisschen langsamer, aber auch viel, viel sicherer. Einfach eine große Sektion überfliegen kann. Ja, so ein Speedrun verändert natürlich auch die eigene Spielweise nochmal. Wenn du jetzt einen speziellen, ich weiß nicht, gibt's eine Dixie-Kategorie zum Beispiel da, ne? Würdest du vielleicht dann auch nochmal alles anpassen? Ich glaube nicht, aber es gibt tatsächlich sehr, sehr viel Meme-Zeug auch bei diesen Leaderboards und so. Ist auch ein sehr interessantes Level. Ich hoffe, es läuft glatt, weil es immer sehr, sehr schön anzusehen ist, wenn es glatt läuft. Wir schauen mal. Ne? Jetzt möchte ich ein Croissant haben. Dann nochmal. Das passiert manchmal. Oh. Man versucht, dass Tidi weiter runterfällt und sich einen Kopf stößt, damit die Iframes reichen, um durch den letzten Part durchzukommen. Warum genau das manchmal passiert, weiß ich tatsächlich gar nicht. Also wenn man Damage boost mit Dixie, warum er manchmal hochfliegt und manchmal sich den Kopf stößt. Könnte natürlich sein, dass das irgendwas mit Subpixeln oder sowas zu tun hat, aber... Das könnte tatsächlich mal so ein RNG-Element sein. Ja, jetzt hat's geklappt, wie man sieht. Er stößt sich unterhalb den Kopf und dadurch haben wir genug Iframes, um durch diesen Part durchzukommen. Gut, abgesehen von dem, war es sehr, sehr in Ordnung. Ja, das ist eins dieser Level, was Casual natürlich super lang dauert, weil diese Papageien da langsam runterfliegen. So eine Stages wie die hier erinnern tatsächlich auch viel mehr an das erste Donkey Kong Country. Zu diesen aufgeschütteten Erdhaufen. So, das ist abgesehen von den Wrong-Wop Stages die vermutlich schwerste Stage im Spiel. Also einfach so durchzukommen gescheit mit den Strats. Aber wenn man immer versucht. Ja, gut, das war schon mal nicht so. Eieiei. Aber man immer versucht in der Luft die Netze zu machen. Das heißt, dass man quasi ein Netz macht und direkt auf diesem Netz dann auch landet. Hey. Gerade in der ersten Hälfte sterben ist nicht üblich, weil die noch um einiges leichter ist als die zweite. Ja, da sieht man eben, was so ein Tod in so einem Jump'n'Run immer kosten kann. Schon besser. Die Hälfte nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, das machen wir ein bisschen langsamer. Sicher. Ah, den hätte ich noch gern behalten, den Hit, weil man dann hier hätte Damage boosten können gleich, aber dann müssen wir das jetzt ein bisschen improvisieren. Ach, warten wir kurz.
Uff. Voilà. Mann, Mann, Mann. Eieieiei. Das ist tatsächlich nämlich immer das Ding, was auch immer interessant ist, vielleicht für Leute, die selber nicht speedrunnen. Dass es tatsächlich auch so ist, wenn ein Speedrunner mal von der Route abkommt, ist er tatsächlich auch gar nicht so gut im Improvisieren meistens. Weil man natürlich auch nur das so gut kann, was man tut, wenn man es hinkriegt, weil man es halt sehr gelernt hat. Ja. Ja, das heißt, bisschen. Es gab schon die oft irgendwelche Runs von Runnern, auch bei Marathons oder so, wo irgendwas schief läuft und tatsächlich teilweise nicht mal, zwar im schlimmsten Fall nicht mal die Knowledge da ist, wo man überhaupt original hin müsste, sag ich mal. Ja. Gerade wenn es um Level geht, wo es vielleicht dann noch mal ein bisschen aufwendiger ist, wenn es jetzt um so reine Muscle Memory geht, kann man, glaube ich, noch einigermaßen kompensieren, wenn die Spieler das zulassen. Andere Fälle aber auch, als ich Resident Evil 2 geübt habe, wenn mal ich was improvisieren musste, wurde schwierig. Oh, hoppala, das wollten wir nicht. Normal hoch. Ach, naja. So, ich hoffe, dass die letzte Welt ein bisschen besser läuft, aber da ist das Problem, da gibt es auch wieder zwei Wrong Warps und die sind beide leider nicht so leicht. Wrong Warps failen ist immer schwierig. Mal gucken. Hast du denn bei dem Spiel auch schon irgendwelche potenziellen Reset-Stellen, wo du sagen würdest, du fängst ab da an, oder ist es noch nicht so optimiert bei dir? Es geht, es ist halt immer bei Toten. Ich sag mal, wenn ein Tod passiert, ist es meistens nicht mehr unbedingt PB. Dann wird es neu gemacht. Kommt immer darauf an, wo man stirbt. Gibt natürlich, wenn man am Anfang eines Levels zufälligerweise mal runterfällt, ist es natürlich vielleicht noch auszuhalten. Aber wenn da wirklich schwere Tode sind, die dann mal 30 Sekunden kosten oder so, kann das immer schnell, je nachdem wie der Run sonst lief, ein Reset sein. Aber ich würde sagen, es ist im Einser schlimmer, weil meine PB im Einser im Verhältnis besser ist als die im Zweier. Das heißt, hier kann noch mehr schief laufen und ich kann theoretisch trotzdem noch irgendwie eine PB kriegen. Okay, ein normales Level noch und dann kommt einer der wichtigsten Wrong Warps, weil der sehr viel Zeit spart. Und weil es natürlich dafür im Trade auch eher schwierig. Man fühlt sich immer sehr, sehr nackig, wenn man den Kong verliert. Selbst beim Zuschauen hier. Ich meine, wenn man sie verliert, weil man es will, so wie hier, um hier eine Ebene zu steigen, ist es immer nicht so schlimm. Aber wenn außerplanmäßig was passiert, dann denkt man direkt, da passiert direkt noch was Neues. Und das ist wahrscheinlich meistens immer auch immer der Druck, der dann kommt, wenn man weiß, man ist beim nächsten Hit kaputt. Ja, auch wenn sonst alles gleich liefe, aber... Du hast ja kein Sicherheitsnetz mehr und dadurch wird es automatisch kniffliger. Genau. So, jetzt kommen wir. Ah, meistens komme ich hier nicht durch, um einen zu verlieren. Wenn man den Kong nicht verliert, wäre tatsächlich sogar Zeit sparen, weil man im nächsten Level am Anfang beide braucht für den Wrong Warp. Das heißt, wir werden jetzt nach dem Level kurz in ein anderes Level zurückgehen, um den zweiten Kong holen. Dann nicht mal ein Fass nochmal kommt, ey. Oh, hoppala, dann wird zu weit nach unten. Ein Secret Level, da wollen wir nicht hin. So. Einmal hier rüber. So, dann schauen wir mal, wie viele Versuche das brauchen mag. Aber vielleicht ja auch direkt
da zwei schwere Faktoren. Einmal das Timing und einmal das Movement hier jetzt gleich. Sollte fein sein. Okay, sehr gut. Oh. Das war sehr gut. Auch wichtig, weil da jedes Mal natürlich, wenn man es dann fällt, hat man das Problem, dass man jedes Mal an die Stage zurückgehen muss, um den zweiten Kong zu holen. Das heißt, es ist nicht nur die Zeit, die man verliert durch den Fail, sondern auch durch das Vorbereiten für den nächsten Versuch. Und als Referenz, wie viel Zeit das spart gegenüber Casual-Spielen, das Level ist ein langer Autoscroller und dauert knapp 4 Minuten, glaube ich. 3 Minuten 50 oder sowas. Deswegen ist das schon sehr, sehr glücklich, dass gerade in diesem Level so ein Wrong Warp möglich ist, zufälligerweise. Ja, also du kannst tatsächlich selbst mit anderen Charakter nochmal holen, echt ein paar Mal versuchen, ne? Ja, genau. Ist halt dann wieder immer nur dieser Fall, wenn man gegen eine PB vergleicht, wo es halt im ersten Versuch war, das ist dann immer das einzig Knifflige. Aber wenn es darum geht, überhaupt Zeit zu sparen und man es noch nie gemacht hat, dann... Also ich glaube, man kann sogar beim fünften Mal spart man noch ein bisschen Zeit. So, jetzt kommt der letzte Wrong Warp. Der, habe ich eine Vorgeschichte mit dem, weil der gefühlt jedes Mal bei einem guten Run nicht klappt. Und auch so war das, was ich vor unserer Session ein bisschen geübt habe, was irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht mehr wirklich funktioniert hat, aber... Das Gute ist, wenn man den fällt, man kann es immer wieder versuchen, indem man ins Bonus-Level reingeht. Ah, das hat nicht geklappt. Das Schwierige ist nämlich bei Wrong Warps, man weiß, wenn es fällt, meistens nicht, woran es gelegen hat, weil da so viel passiert, was man als normaler Spieler nicht versteht. Das heißt, ich werde den nächsten Versuch, den ich mache, nämlich exakt genauso machen quasi und dann kann es halt sein, dass es plötzlich funktioniert und ich weiß nicht, warum. Ah, wieder nicht geklappt. Eieiei. Ich glaube, wir haben 5 Versuche oder so, bis wir Zeit verlieren gegenüber das Level normal spielen. Ah, das habe ich fast befürchtet, nachdem wie das vorhin lief in der Übung. Ah, okay, das ist schlecht. Wollen wir das jetzt nochmal backuppen? Ich hoffe. Nee. Okay, ich werde es jetzt noch einmal oder zweimal versuchen und dann werde ich dann, auch wenn es dann schon sehr viel Zeit verloren hat, aber das Level normal spielen, weil das kann sonst ewig dauern, wenn man es halt gar nicht hinkriegt, deswegen. Ja, wir sind jetzt bei der Grenze rüber. Du musst jetzt einfach noch die paar Mal probieren, solange du noch Zeit sparen könntest. Theoretisch, ja, deswegen. Auch praktisch, ja, deswegen machen wir das so. Will nicht klappen. Normalerweise soll nämlich diese Kanone, die man im Bonuslevel hat, da spawnen in der Luft, wenn man da das unsichtbare Objekt wirft, aber das will irgendwie nicht klappen. Das Problem bei Wrong Warps ist nämlich, dass halt wirklich kleinste Kleinigkeiten, die am Movement anders sind oder so, einen Unterschied machen können. Deswegen machen wir jetzt hier den letzten Versuch einmal. Es ist halt umso ärgerlicher, dass man nicht direkt normal gespielt hat, aber... Okay, er will nicht, dann ebenso in der Hoffnung, dass ich das Level überhaupt hinkriege, weil ich schon länger nicht mehr normal gespielt habe, natürlich. Kann ich zumindest als nicht so erfahrener mit dem Spiel sagen, ich hätte dir nicht sagen können, woran es liegt. Schade. Selbst wenn es geklappt hätte, hätte es genauso wild für mich ausgesehen. Ist tatsächlich, ich habe auch noch... der gute Travitox zum Beispiel, der auch mal hier das Spiel gezeigt hat. Der hat ihn sehr geraced und mit dem habe ich mich auch viel über solche Skips unterhalten und er weiß zum Beispiel auch immer nicht, was da der Unterschied ist. Warum es jetzt mal klappt und mal nicht. Das muss ganz kleine Feinheit sein, die anders läuft, die man nicht unbedingt bemerkt. Wenn man es dann allerdings weiß, schafft man es halt meistens, weil dann weiß man natürlich, welchen Fehler man ausmerzen kann. Ui, jetzt aber.
Naja, das hat jetzt halt, dadurch, dass wir es überhaupt versucht haben, sehr, sehr viel Zeit gefressen. So, das vorletzte Level. Hier haben wir nochmal drei Animal Buddies. Theoretisch kann man mit dieser Schlange auch irgendwelche Double Jumps machen. Aber ich kann es hier einmal versuchen. Ja, genau, damit man es mal gesehen hat. Aber das ist relativ präzise auch wieder. Und man muss da gefühlt eine Akrobatik auf seinem Controller machen. Und da bin ich nicht so der Fan von. Part ist irgendwie sehr, also nicht einmal nur Alibi, dass man die Spinne nochmal reingebracht hat. Wir wollen alle drei haben. Ja, aber Rammi hätten sie dann wenigstens auch, ja. Weißt du? Wenn schon ganz. Eigentlich schon. Aber naja. Auch sehr interessant. Hier gibt es keinen Boss in dieser Welt. Es geht einfach direkt weiter. Interessante daran, habe ich auch erst Jahre später erfahren, dass es auf der Game Boy Advance Version von Donkey Kong Country 2 hier einen Boss gibt, tatsächlich. Wirklich? Das ist, aber der sieht schon auch nicht besonders schön aus. Das ist einfach nur so ein, man ist auf einer Burgmauer quasi, so ein übergroßes, orangenes Krokodil. Und der hat diesen zweiten Boss, den wir bekämpft haben, also dieses Schwert, der hat dann zwei von diesen Schwertern. Und schlägt dann da ab und zu und, ja, also wen es interessiert, der kann sich das sehr gerne mal, ist bestimmt irgendwo auf YouTube zu finden. Aber ganz interessant, hatte ganz vergessen, dass es die ja auch auf dem GBA nochmal gegeben hat. Die sind ja häufig gegenüber Super Nintendo-Spielen nochmal kleinerer Bildausschnitt und die Farben nochmal anders, aber auch einmal Änderungen mit drin. Genau, und außerdem das war jetzt. Uff. Den hätte ich gern behalten, weil die Sektion dann doch ein bisschen länger geht. Ja. Boah. Müssen wir ein bisschen vorsichtiger spielen. Das Problem ist, dass es hier halt auch keinen DK Barrel mehr gibt. Uff. Das heißt, wir können auch diesen Ring nicht skippen. Normalerweise kann man im Zweifelsfall, wenn man es nicht schafft, den auch einfach Damage boosten. Dann eben. Bisschen die 1-Variante. Okay. Oh, na gut, das wollen wir nicht, aber jetzt haben wir die Fanfare von Didi auch nochmal gesehen. Ja, die so, der Hip-Hop. Vollständigkeit halber. Der ist kein Gorilla, Schimpanse, oder? Didi. Bin mir auch nicht ganz sicher. Ich kenne mich leider mit Affen nicht so aus. Ja, die Hitbox vom Vogel war ein bisschen kleiner als das eigentliche Sprite, ne? Weil du bist ja teilweise genau. Ein bisschen auch durch Gegner durch. Das ist sowieso immer sehr interessant, dass viele Hitboxen ganz anders funktionieren. Dasselbe auch, es gäbe in einem Level, wo wir einen Wrong Warp gemacht haben, dieses andere Dorn-Level in Welt 4, auch den Vogel, wie er uns trägt. Und da sieht man ja, wie er die trägt und im Endeffekt kann man mit den Kongs die ganze Zeit über Dornen rüberfliegen, also wirklich die auch berühren, weil die Hitbox nur beim Vogel liegt. Das ist auch sehr verwirrend, weil man nie so genau weiß, normalerweise, was da jetzt getroffen werden kann und was nicht. Ja, aber sag mal, die Tore waren okay, aber der Wrong Warp, das war sehr schade, aber... Ich denke, es wird immer noch, was wird das für eine Zeit? 48 ungefähr. Mhm.
Auch ganz schön hier diesen Super Nintendo Controller im Hintergrund. Mhm. Weil das dieser ist, der nur grau ist. Ich weiß nicht, ob das die US-Controller waren, die keine wirklichen Rot-, Grün- und sowas Farben haben, sondern nur diese lilanen Tasten. Ja, das sind die US. In grau-lila. Genau. Die fand ich aber auch so wirklich, wirklich schön. Also. So. Drei Hits noch und dann haben wir das auch. Jetzt schießt er nämlich diese lustigen Flüche, die einmal einfrieren. In der zweiten Wave sorgen sie dann für Slow Motion und beim dritten Mal verändern sie die Steuerung. So, schon mal, Time ist relativ bald, so knapp 30 Sekunden noch, meine ich. Ich sag dann Bescheid. So. Moment, weil die tolle Bonusmünze kommt. Und jetzt. Was? 49,3. Ja, okay. 49,2, 49,3. Ja, ey, du hast schon gesagt, wenn der Wrong Bob nicht wäre, wären wir wahrscheinlich bei so 2-3 Minuten weniger ungefähr. No? Ja, ja, genau, das kann man schon. Das wäre okay gewesen. Aber naja, immerhin kann man sich das immer Sub 50, das ist sehr schön. Sub 50. Außerdem ist es immer noch auch ein Showcase-Run, ne? Das soll genau den Appetit wecken, damit die Leute bei dir dann nochmal speziell vorbeischauen. Wir weisen nochmal gerne darauf hin, twitch.tv/zockerstu. Abgesehen davon kannst du aber, glaube ich, ganz zufrieden sein mit dem Run, oder? Ja, es ist immer, man weiß es gerade bei solchen Games, auch wenn es jetzt nicht unbedingt an der RNG liegt, aber die sind teilweise so gefährlich, sage ich mal, dass man nie weiß, was dann so passieren wird. Mhm. Deswegen, gerade bei Wrong-Up-Geschichten oder irgendwelchen Frame-Perfect-Geschichten oder sowas, ist es halt immer alles offen. Deswegen ist man trotzdem immer froh, wenn es irgendwie geklappt hat, dass es doch ansehnlich war, sagen wir es mal. Ja. Du hast für uns sowieso noch mal ein klein bisschen mehr Donkey Kong Country Futter. Nicht heute in der Folge, sondern demnächst werdet ihr das sehen. Ihr könnt aber in der Zwischenzeit gerne bei Zockerstu bei Twitch vorbeischauen. Keine regelmäßigen Zeiten aktuell, aber wenn, dann ab 14 Uhr. Solltet ihr mal gucken. Macht aber mindestens das Abo, oder ne? Den Like, das Abo, ich weiß gar nicht mehr, wie es bei Twitch war. Ja, Follow. Den Follow. Follow ist es, stimmt. Immer diese Kunstworte, ey. Ein Abo bei Twitch ist was anderes als das Abo bei YouTube. Und da gibt's noch die Super-Follows, die, glaube ich, bei Twitter dann noch Geld kosten, aber die Follows bei Twitch, egal, ne? Geht vorbei, macht den Follow und gut ist es. Wir weisen auch noch mal kurz darauf hin, bevor wir uns von Zockerstu verabschieden für heute. Speedrandal@rocketbeans.tv könnt ihr euch gerne bewerben, wenn ihr hier mal ein Spiel zeigen wollt. Als auch, sehe es heute nicht da, aber ihr würdet euch bestimmt Gehör verleihen @simiclove bei Twitter oder twitch.tv/simiclove101. Zockerstu? Wir sagen dir nochmal Danke. Wir machen danke bald auch noch ein bisschen mehr mit dir und lass uns gemeinsam den Leuten Tschüss sagen. Bis dann. Tschüss. Und Supporters Club.